Herzlich willkommen bei ChessBase. Wir haben heute das Thema, lass uns drüber reden. Und zwar reden wir heute über Databases oder wie Schach überhaupt ihre Ursprünge hat mit ihren Datensätzen, wie die verarbeitet wurden. Und ich darf herzlich begrüßen, Frederik Friedel hat sich lieberweise hier angeboten, zwischen der Glaswand mit mir ein bisschen über die Datensätze oder die Datenbanken von Chess und Schach und der Ursprungsgeschichte zu sprechen. Und wir fangen wirklich fast an der Urquelle an mit einem Gerät, das hier vor Frederik steht. Ein großer Holzkasten, auf dem Intelligent Chess steht. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, wie das überhaupt anfing und warum dieser Kasten hier steht? Ja, gerne. Also, viele Leute kennen die Geschichte von ChessBase, dass 1985 Garry Kasparov zu mir nach Hause gekommen ist. Wir haben über Computer gesprochen. Ich habe ihm erzählt, wie Computer funktionieren und alles, was ich wusste. Und er hat mir gesagt, was Computer brauchen und können müssen, damit sie nützlich sind für Schachspieler. Dann habe ich Matthias Willenweber gefunden, der das programmiert hat, und nun haben wir ChessBase. Aber das war nicht die allererste Datenbank für Schach. Das kam 1980 oder 81, bin nicht ganz sicher wann. Ich war Wissenschaftsjournalist und hatte einen Dokumentarfilm gemacht über Computerschach, und dabei ließ ich internationalen Meister David Levy gegen einen Computer spielen. Und wir sind Freunde geworden. Und ein oder zwei Jahre später kam David zu mir und sagte, wir ent entwickeln eine neue Art von Schachcomputern. Und zwar war es die Zeit, wo Schachcomputer in den Läden waren. Das sind kleine Geräte und man konnte gegen sie spielen. Und er wollte was anderes machen. Und dann zeigte er mir ein Prototyp. Das war das hier. Ich habe immer noch ein Exemplar davon. Das war nicht, wie es verkauft worden ist zum Schluss, aber so entwickelt man das. Und zwar war das ein Computer, gegen den man spielen konnte, kleine Anzeige, wo man die Züge sieht in Notation E, 2, E, 4. Aber es hatte auch einen Anschluss für Fernseher. Das heißt, man konnte es an den Fernseher anschließen und die Partie verfolgen in eigentlich ganz gute Grafik. Und nun war es so, dass man die Partie in dem Gerät gespeichert hatte. Und dann haben wir gedacht, Moment, man kann das komplett nachspielen lassen. Also haben wir zum Ausgang eine Taste gemacht, wo man zum Ausgang gehen konnte, und eine Taste, um das abzuspielen. Und dann spielte sie sich die Partie ab auf dem Bildschirm. Und dann haben wir gesagt, Moment mal, wenn man das im Speicher hat, abspielen kann und so weiter, kann man das irgendwie aufbewahren. Wie? Mit einer Kassette. Jetzt, die Jüngeren von Ihnen werden es nicht wissen, wovon ich spreche. Das ist eine Audiokassette gewesen damals. Und dann haben wir angefangen, die Züge dort zu speichern und etwas einzubauen, womit das die Signale bekam von dem Kassettenrekorder daneben, und die Partie wurde abgespielt. Dann haben wir gesagt, Moment mal, wenn wir das schon machen, dann kann man viele Partien hintereinander abspeichern und dann abspielen. Und so hatten wir plötzlich die Möglichkeit, beliebig viele Partien zu speichern. Und dann habe ich etwas ganz Böses getan. Ich habe einen Schüler von meiner Frau, 15 Jahre alt, Ronald Brinkmann, angeheuert, alle Partien von Bobby Fischer einzugeben. 750 Partien hat er eingetippt, aus dem Buch und hier tippend.
Wie fühlst du dich jetzt, wo du diese böse Geschichte wieder erzählst, dass du diese Sache getan hast? Eigentlich war es so, anfangs hat es lange gedauert, bis er eine einzige Partie eingegeben hat. Man muss immer diese Tasten drücken. Aha. Aber er war 15 Jahre alt und bald war er sehr flott. Und hat das alles, und er hat ein bisschen Geld verdient, das war. Ja, dann ist okay, das ja. Und das ist die Kassette, die wir dann herausgebracht haben. Mit allen Partien von Bobby Fischer. Ja. Man konnte nicht suchen, man konnte nicht irgendetwas damit machen, außer dass man sehen kann, man hatte eine Anleitung und da stand Partie zwischen Fischer und Spassky, Partie 2 ist bei 45 Minuten und 30 Sekunden. Man muss so vorspielen und dann abspielen drucken und dann kam die Partie. Tja, so kann es gehen. Ne? Also es gibt ein Zeitalter, das habe ich noch ganz gut mitbekommen, da gab es die CD und auch selbst Kassetten habe ich auch mitbekommen, habe auch selber eine Menge Hörspiele gehabt, vor allen Dingen, die ich mir als Kind angehört habe. Ich bin 1979 geboren, also ich war quasi auch ein Kind der Schachdatenbank-Mitentwicklung, aber nur als kleines Baby. Und dann gibt es tatsächlich die Möglichkeit, auf einer normalen Kassette eine komplette Datenbank von einem der besten Schachspieler der Welt, 750 Partien, abzuspielen. Und dadurch natürlich dann hat man auch einen großen oder jedenfalls einen beträchtlichen Vorteil, wenn man dann diese Großmeisterpartien tatsächlich nachspielen kann auf so einem klotzigen Gerät dann im Ende. Habt ihr ja noch irgendwas anderes gemacht mit der Kassette? Hattet ihr noch eine weitere Idee? Ja, dann hatten wir eine Idee. Ich glaube, die stammt von mir. Ich habe gesehen, dass die Kassetten jetzt, also CDs hatten wir noch nicht, waren noch nicht erfunden. Aber die Kassette ist eine Stereokassette, das heißt zwei Spuren. Und wir brauchen nur eine Spur für die Daten. Und dann haben wir gedacht, man kann vielleicht gleichzeitig dazu die zweite Spur benutzen, um Sprache aufzuzeichnen. Und dann hat der Techniker das eingerichtet, dass man die Daten nur auf eine Spur und dann konnte man weiter eine Tonspur dazu eingeben. Und dann haben wir den Großmeister Helmut Pfleger gebeten, Partien zu kommentieren. Und auf der zweiten Spur. Und das hat er gemacht. Übrigens hatte ich gerade ein neues Haus bezogen und es war noch alles nicht fertig. Und wir saßen in einem Zimmer, wo es noch eisig kalt war, mit Decken und so weiter. Und Helmut hat bei dieser Kälte ein Dutzend Partien für uns kommentiert. Und dann hatten wir plötzlich eine Kassette mit kommentierten Partien von Helmut Pfleger. Wahnsinn. Und das hast du nur eingesetzt oder abgespielt und saß es dort vor dem Fernseher und Helmut Pfleger hat dir Partien erklärt. Es ist wunderschön. Ich finde es so eine tolle Geschichte und so spannend, denn jetzt sind wir im Jahr 2020 und wir haben unsere Fritz-Trainer und wir haben ein kleines Video noch dabei, aber letztendlich haben wir auch einen Titelträger, einen Großmeister, der eine Partie kommentiert, analysiert, Ideen dazu gibt von irgendwelchen fantastischen Großmeistern oder auch alten historischen Partien. Und das hat so seinen Ursprung gefunden. Und Frederik war ein Riesenanteil dabei mit seinem Ideenreichtum, den er zum Glück nie verloren hat. Und jetzt haben wir dieses Gerät hier, auf dem sich Intelligent Chess der Name draufsteht. War das denn wirklich so intelligent, wie der Name es vermuten mag? Nein, nein. Also erstens sah es damals so aus, als wir es entwickelt haben. Ja. Aber wir haben gesagt, so kann man kein Gerät an das Publikum geben und verkaufen. Und deswegen haben wir einen Designer engagiert, der das viel, viel moderner gemacht hat. Und hier ist ein Bild davon. Und das Gerät hatte eine Kassettenrekorder eingebaut, also brauchte man nichts anzuschließen. Und es war eigentlich ein
sehr nettes und interessantes Gerät, aber das Schachprogramm war sehr schwach. Okay. Das war 1000 Elo oder 1100 Elo oder so. Hm. Und die Leute wollten Schachprogramme, die ihnen helfen konnten, stärker zu werden und in Fernschach zu spielen und so weiter. Hm. Wir haben das an Kaufhäuser verkauft und was passierte dann ist, dass es sehr gut gelaufen ist für einige Wochen, weil es was ganz Neues war. Hm. Und dann haben die Leute gemerkt, naja, gut, man kann Partien abspielen, so, aber stark genug ist es nicht. Und es kamen andere Rechner, die stärker waren und so. Und insofern war es kein Riesenerfolg. Hm. Aber es war in irgendeiner Form die allererste Schachdatenbank, die kommerziell erhältlich war. Richtig, ja. Du hast, also ihr habt sozusagen wirklich das Beste daraus gemacht, wie man ja auch noch eine ganze Menge lernen kann. Und Bobby Fischer ist ja auch ein Name, den die ein oder andere Person wahrscheinlich schon mal gehört hat hier im Schachhorizont. Toll. Also vielen, vielen Dank, dass du uns hast teilhaben lassen an dieser wirklich interessanten und tollen Geschichte. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir wieder über ein interessantes Thema etwas zu besprechen haben. Ich hoffe auch wieder mit Frederik. Dankeschön. Gerne.